Ich wollte gar kein Buch schreiben. Und als ich noch praktizierender Hochschullehrer war, habe ich immer gesagt, die ganzen Professoren, wenn sie pensioniert werden, dann haben sie nichts mehr zu tun, dann schreiben sie ein Buch. Meistens ist es ein bisschen outdated oder langweilig, also ich werde es nie machen. Und dann bin ich ja jemand, der auf der einen Seite diese beiden Berufe ergriffen hat, Architekt und Ingenieur, weil das Gestalten der Dinge, das ist, was mein Leben erfüllt. Das wollte ich immer schon machen. Das Engineering braucht man dazu, um die Gestaltungsaspekte besser fundieren zu können und sie nicht in irgendeine Willkürlichkeit der Formfindung hineingeraten zu lassen. Und so war dieses, mal bin ich der Ingenieur, mal bin ich der Architekt, der Inhalt meines Lebens. Und was wir da gemacht haben, das waren ja von Türscharnieren über die Weihnachtsdekoration von Hermes. Wobei ich sagen muss, ich hatte noch nie so viele Freundinnen, nachdem ich diesen, weil die wollten alle diese Handtaschen haben und haben gedacht, durch mich bekommen sie die billiger, ne? Bis zu Hochhäusern und Flughäfen und diesem und jenen. Das ist das Eigentliche, was ich tun will und was ich tun durfte in meinem Leben. Und dann gibt es so Zufälle. Und das muss ich jetzt einfach so ein bisschen erzählen, ne? Auch wenn ich 5 Minuten überschreite. 1988 ungefähr hörte ich also im Radio, dass die Bundesregierung eine Rücknahmeverpflichtung für Automobile und eine Recyclingquote für Automobile einführen will. Worauf die Automobilhersteller sofort verkündet haben, das ist der Untergang der deutschen Automobilindustrie und damit des Wohlstandes in Deutschland, insbesondere in Baden-Württemberg. Und dann dachte ich, das habe ich aber schon mal gehört, so ungefähr 1975, als es um den Katalysator ging. Und Wohlstandseinbrüche waren nicht zu detektieren, also dachte ich, was steckt dahinter? Und stellte mir die Frage, was ist eigentlich die Recyclingquote im Bauwesen? Jetzt gab es damals ja kein Internet, sondern wenn man so eine Frage hatte, musste man in die Bibliothek gehen, die hatte auch keine Bücher, sondern die bestellte man dann in einem 14 Tage dauernden Verfahren von der Technischen Zentralbibliothek Deutschlands in Hannover. Dann bekommt man die Bücher, da stand viel drin, aber diese Fragen wurden natürlich nicht beantwortet. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe telefoniert. Die Telefonnummern in den gelben Seiten herausgesucht und habe dann mit einem Geschäftsführer eines Bundesverbandes der Ziegelindustrie 3%. Da dachte ich, das habe ich fast erwartet. Recycling wurde 3%. Ne? Dann habe ich einen anderen angerufen, 96%. Und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht und dann hatte ich alle Zahlen zwischen 0 und 100%. Und dann dachte ich, also glauben tue ich das nicht. Da habe ich Verdacht geschöpft. Und wenn ich Verdacht schöpfe, dann wird es schwierig für die Beteiligten. Ne? Weil dann habe ich so ein detektivisches Gespür und dann lasse ich auch nicht mehr los. Dann, das wissen meine Doktoranden, dann gibt es kein Ende, bevor das Ende nicht tatsächlich seriös formuliert ist. Und dann habe ich die Leute besucht und sage, ja, aber wo kriegen Sie denn Ihre 80% Recyclingquote her? Der andere erzählt mir, er hat 3. Ja, wir verfüllen den Bauschutt in den ehemaligen Steinkohlebergwerken des Ruhrgebiets. Da sage ich, das ist Recycling. Ja, das ist Recycling. Okay. Der andere, der hatte noch mehr, ja, die haben es dann halt verbrannt. Thermisches Recycling, das kam damals auf. Da sage ich, also etwas verbrennen und damit aus den Kreisläufen der Natur herausnehmen und dann auch noch Abgase in die Umwelt emittieren, das ist für sie was Positives. Und deshalb nennen sie es Recycling. Aber es ist ja kein Cycling, es ist ja kein Kreislauf. Ne? Ja, aber das ist so definiert und deshalb dürfen wir das so sagen. Und dann dachte ich, eigentlich ist es doch so, dass das Bauwesen mehr Material verbraucht als alle anderen. Ne? Mittlerweile wissen wir, 60% der Ressourcen, 80% der mineralischen Ressourcen werden durch das Bauwesen verarbeitet. Ungefähr 40 bis 50 Milliarden Tonnen im Jahr nur für das Bauwesen werden aus der Erdoberfläche herausgesprengt, herausgekratzt, gebohrt, werden zu verfügbaren Materialien umgewandelt, aus Kalkstein wird Zement und aus Kupfererz wird eben Kupfer und wird dann irgendwo in einem Gebäude verbaut. Und der Abfall, der entsteht, das sind ungefähr 5% davon. Das sind noch einmal Milliarden von Tonnen jedes Jahr. Das Bauwesen ist der größte Produzent von Massenmüllaufkommen in unseren Gesellschaften. Und nachdem ich das so langsam gemerkt habe, dachte ich, okay, die Frage des Designs und der Gestaltung ist unheimlich wichtig, aber ich kann das eigentlich nur dann verantwortungsvoll machen, wenn ich diese Dinge verstehe. Und dann war ich mittendrin. Dann habe ich die erste Vorlesung wahrscheinlich in der Welt gehalten, in Hannover, da bin ich gerade junger Professor geworden, ein ganzes Semester durch recyclinggerechte Architektur.
Dann haben die Kollegen gesagt, the man is mad. Ne? Also wir sind natürlich nachhaltig und wir bauen für die Ewigkeit. Und das Beste ist, wenn man so baut, dass man es nie abreißen muss. Aber ich habe gesagt, wenn ihr aus dem Fenster guckt, was da alles so abgerissen wurde und auch mit Recht, dann sollte man es doch so bauen, dass man es sinnvoll wiederverwenden kann, ohne den Planeten auszuplündern. Das war dann 1992 ungefähr. Dann kam ja die Passivhauswelle auf. Ne? Und dann habe ich mir unter diesem recyclinggerechten Konstruieren Gedanken gemacht, wie geht es jetzt mit diesen Wärmedämmverbundsystemen? Und habe alsbald festgestellt, das geht ja gar nicht. Und dann habe ich etwas getan, was ich immer tue. Ich habe nämlich das Gegenteil formuliert. Ich habe gesagt, also wenn die alle Passivhäuser bauen, dann baue ich ein Aktivhaus. Und um zu sagen, um was es wirklich geht, es geht denn nicht darum, dass wir Energie einsparen müssen. Das ist ja eine Irreleitung der Bevölkerung. Wir haben kein Energieproblem. Die Erde, die Sonne strahlt 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde ein, als die Menschen brauchen, für alle Funktionalitäten. Dann haben sie Geothermie, dann haben sie Windenergie, dann haben sie was weiß ich. Sie haben Energie ohne Ende. Das sogenannte Energieproblem ist ein wirtschaftsstrategisches Problem. Dass wir nämlich Energie bereitstellen, nicht erzeugen, weil Energie kann man nicht erzeugen. Energie bereitstellen auf der Basis von Verbrennungsprozessen von fossilen Materialien. Das ist unser Problem. Weil wir durch die Abgase, die dabei entstehen, das Global Warming zu ungefähr 75% bewirken und weil wir in eine wirtschaftliche Abhängigkeit geraten von den Lieferstaaten. Das ist der Punkt. Also habe ich gesagt, wenn ich kein Energieproblem als solches habe, weil ich keine Fossilien verbrenne, dann tue ich doch genau das Richtige. Ich baue nämlich ein Haus, das habe ich dann gemacht, das erste Aktivhaus der Welt steht in Stuttgart, ohne Schornstein. Ein Null-Emissionshaus. Zu 95% recycelbar. Minimalgewichtig. Also was will ich mehr? So, das war dann der nächste Schritt. Und dann kamen viele solche Schritte und dann kam die Pandemie. Und da habe ich den letzten wissenschaftlichen Aufsatz meiner Karriere geschrieben, so als Professor, aber von meinen zwischen 20 und 30 Doktoranden, die immer so um mich herumschwirrten, die waren natürlich alle nicht da. Dann hatte ich keine Wasserträger, ne? Dann musste ich also alles selber recherchieren. Und dann war ich fertig und ich war stolz wie Oscar, weil ich ein wirklich tolles Thema auf 6 Seiten konzentriert hatte. Und bevor ich das dann wegschickte an den Verlag, dachte ich, aber diese Zahl, die erzählst du die ganze Zeit schon, aber du hast sie nie hinterfragt. Und deinen Doktoranden sagst du immer, man muss jede Zahl hinterfragen, sonst darf man sie nicht glauben. Dann habe ich die Zahl hinterfragt und habe festgestellt, die muss falsch sein. Jetzt kam die von der Internationalen Energieagentur und das ist ja schon mal eine Adresse. Ne? Also haben wir mit Paris Kontakt aufgenommen, hin und her, hin und her. Am Ende haben sie gesagt, ja, die Zahl stimmt nicht. Dann dachte ich aber, wenn sie nicht stimmt, und war gerade wieder mal in so einer Quarantänesituation, was ist denn dann die richtige Zahl? Und dann war ich eben auf diesem Wadenbeißer-Forscherweg. Ne? Dann habe ich einfach nicht mehr nachgelassen und habe das und das und das und das und habe alles zusammengetragen und habe festgestellt, wie sehr wir in die Irre geführt werden als Menschheit insgesamt. Und wie wir belogen werden und wie wir Dinge überhaupt nicht verstehen können, weil die Wortinhalte ein Verstehen nicht erlauben. Ich komme da gleich nochmal drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, das schreibst du jetzt für deine Schüler auf. Aufgeschrieben, aufgeschrieben, aufgeschrieben. Dann waren es 30 Seiten, dann waren es 80 Seiten, dann waren es 150 Seiten. Es war immer noch Pandemie. Dann habe ich das dem Herrn Heinlein gezeigt und habe gesagt, Herr Heinlein, das ist jetzt für die Doktoranden. Also irgendwie so. Da sagt er, das ist eine Sensation. Also vorhin haben Sie gesagt, das Buch sei interessant. Da bin ich natürlich zusammengefahren. Das Buch ist nicht interessant, das Buch ist sensationell. Da sagt er, da holen wir gleich mal die Petra Kiedaisch und da machen wir ein Buch draus. Jetzt war das aber nur eine Bestandsaufnahme. Ne? Ausgehen muss man von dem, was ist. Und dann sagten die beiden natürlich, aber dann werden ja die Leute fragen, wie geht's weiter? Da musst du schon noch ein zweites Buch schreiben. Dann sage ich ja, aber dieses Wie geht's weiter mündet letztlich in einer fundamentalen gesellschaftlichen Kritik. Ja, da musst du ein drittes Buch schreiben. Dann habe ich den größten Fehler der letzten 20 Jahre gemacht. Ich habe nämlich gesagt, okay, dann mache ich das. Und das erste Buch ist draußen und es ist eine Bestandsaufnahme und es ist eine Klärung der Wortinhalte. Und manchmal ist diese Klärung total trivial, weil man sagt, das muss man jetzt auch nicht unbedingt klären. Und manchmal ist sie aber auch hochinteressant. Ne? Also,
beispielsweise, warum steht das Pariser Klimaschutzabkommen, warum steht da 1,5 Grad? Sie brauchen jetzt nicht traurig sein, wenn Sie es nicht wissen. So gut wie niemand weiß es. Das Pariser Klimaschutzabkommen hat auch niemand gelesen, bin ich ganz sicher. Vielleicht so die 2% Fraktile. Aber wenn Sie es lesen, weil so einer bin ich dann eben, ne, dann steht da ein fundamentaler Satz drin. Da steht nicht drin 1,5 Grad, damit die Niederländer keine nassen Füße bekommen. Oder damit die Malediven nicht untergehen. Da steht drin 1,5 Grad, um die Ernährungssicherheit der Weltbevölkerung zu ermöglichen. 1,5 Grad hat etwas mit der Vermeidung von dramatischen Hungerepidemien zu tun, an denen Hunderte von Millionen Leuten sterben werden. Das kann ich heute prognostizieren. Das weiß aber niemand, sondern alle sagen nur 1,5, aber wenn es 1,7 ist, ist es auch nicht schlimm, oder 2,0 ist auch nicht schlimm. Aber jetzt muss man ja wissen, derzeit 1,2, sagt der Schwabe, was sind schon 1,2, ne? 1,2 im Jahresdurchschnitt über die gesamte Welt. Über den Ozean ist es aber nur 0,6. Über den terrestrischen Landflächen ist es im Durchschnitt des Jahres 2,0. Wie James F. Black 1977 schon vorausgesagt hat, sein Report wurde dann aber von den Chefs von ExxonMobil in den Safe gelegt, er bekam Redeverbot, mit einer sehr inhomogenen Verteilung von Hitzeregionen und Trockenregionen und mit einer stetigen Zunahme der Jahresdurchschnittstemperatur zum Nordpol hin. Und wenn Sie jetzt schauen, dann haben Sie im Norden Kanadas, im Norden Sibiriens eine Jahresdurchschnittstemperaturveränderung von 6 bis 8 Grad. Und wenn Sie sagen, was fange ich denn mit dem Jahresdurchschnitt an, wie ist es denn im Sommer? Dann haben Sie 20 Grad im Nordostsibirien. 20 Grad Erwärmung gegenüber der Zeit vor 150 Jahren. Das ist aber kein Effekt, den jetzt die wenigen Leute in Sibirien erzeugt haben oder der für alle bösen Taten zuständige Herr Putin, zumindest nach der Meinung der deutschen Gesellschaft. Das sind Phänomene, die durch atmosphärische Strömungen und Ähnliches entstehen. So, und wenn Sie jetzt mal die Forschung anschauen, wie der Getreideertrag abhängt von saisonalen Temperaturschwankungen, dann stellen Sie fest, dass die Menschheit vor einem dramatischen Zusammenbruch der Getreideernten steht. Das ist der Punkt, um den es in der Ukraine auch geht.